Ich begrüße ganz herzlich meinen Freund Stefan Brotschka. Stefan, Servus! Jetzt habe ich gerade von Stefan seiner Maske ein bisschen was in mein kleines, schüchternes Krüchel umgefüllt. Erstens, dass er nicht zu viel trinkt. Zweitens, dass ich nicht verdursten muss. Und ich freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam ein Prosit singen können. Lieber Stefan, dir gehört das Mikrofon. Viel Spaß euch mit unserem Landesvater. Servus, grüßt euch und habe die Ehre, beim zweitgrößten Ausschau-Mittwoch der Geschichte bei der einzigen Partei, die noch klar zu Deutschland steht, bei der Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, unser Land zuerst ist Thema und das wird auch Thema bleiben, den ganzen Wahlkampf, meine Damen und Herren. Zuerst möchte ich mal sagen, wir haben heute wieder ein Urteil bekommen vom Gericht von Karlsruhe. Die Karlsruher Richter haben den Altparteienkartell wieder mal bestätigt, dass sie undemokratisch sind. Die AfD hat wieder mal vom Bundesverfassungsgericht gewonnen, meine Damen und Herren. Wir sind gekommen, um zu bleiben, meine Damen und Herren. Wir schreiben zehn Jahre Erfolgsgeschichte. Wir sind die erfolgreichste Partei in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, meine Damen und Herren. Und warum sind wir das? Weil es wir aus Überzeugung machen, weil wir mit Herzen bei der Sache sind, weil wir unser Land lieben, unsere Heimat lieben, unsere Kultur lieben. Und deswegen stehen wir dazu, um was den schwarzen Skandalpolitikern nicht passt. Ja, wir waren früher alle Unionspolitiker, aber uns hat die Union mit Füßen getreten, meine Damen und Herren. Die Konservativen wurden mit Füßen getreten und werden heute noch mit Füßen getreten von der Union, meine Damen und Herren. Und es wurde vorher angesprochen, da fiel einmal der Name Franz Josef. Franz Josef würde sich als Kursen heute hier wohlfühlen, meine Damen und Herren. Nein, er würde sich nicht nur hier wohlfühlen, meine Damen und Herren. Franz Josef Strauß wäre unser Bundesvorsitzender, meine Damen und Herren. Denn wir sind eine deutschlandweite CSU, die schon lange vonnöten war, meine Damen und Herren. Schön ist, dass wir nach 3 Jahren Pause endlich wieder mal am politischen Aschermittwoch feiern dürfen. Denn 2 Jahre davon waren ja Söder, oder wird er gesagt, Södolf, das darf ich nicht sagen. Ich bin kein Österreicher, ich darf nicht so frei reden wie mein Vorredner, weil es sind mit Sicherheit auch Schlapphüte im Raum und die Kamera überträgt live, dann ist es natürlich für uns immer schwieriger, genauso frei zu reden wie für einen Österreicher, denn sie sind ein freies Land und wir leider nicht. Und deswegen muss ich mir etwas zügeln bei meiner Wahlweise, aber die Maskendeals von Södolf sind ja jeden noch im Begriff. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Georg Nüßlein noch was. Tobias Zech, Alfred Sauter, die Ehefrau von Markus Söder und so weiter, ja, Aumüller und so weiter und so fort. Die haben Millionen, aber Millionen gescheffelt. Und wie viel hören Sie in der Presse davon? In der Presse steht drin, ja, Frau Weidel hat vielleicht einmal 10.000 Euro falsche Spende aus der Schweiz angenommen. Das lesen Sie in ganz großen Lettern. Unsere Presse, herzlich willkommen, vor allem die Alternativen bei den Berichten noch konstruktiv. Alles andere ist Meinungsmache, meine Damen und Herren. Vielleicht können Sie sich ja noch an Max Streibel erinnern. Der hat damals aufgrund so einer Amigo-Affäre, die es damals gegeben hat, musste er zurücktreten. Aber was tut unser Söder? Glauben Sie, dass der eine Gedanken daran hat, zurückzutreten? Stopp! Eigentlich, wenn Söder ein einziges Mal sein Wort halten würde,
hätte er am 01.01.23 zurücktreten müssen. Kann sich der ein oder andere erinnern? 2010 war er Umweltminister. Da hat er mit grüner Krawatte gesprochen. Mit grüner Krawatte, unser Landesvater, heutiger Landesvater oder Landesverräter, hört sich besser an, hat mit grüner Krawatte gesprochen, wenn die Kernkraftwerke nicht am 31.12.22 abgeschaltet werden, dann tritt er zurück. Söder, steh zu deinem Wort, tritt zurück, dich braucht kein Mensch, meine Damen und Herren. In der Presse wurde er ganz klar als Atomausstiegsminister mit grüner Krawatte debattiert. Aber grün ist ja die Zukunft der Farbe. Selbst Söder und Weber, der stellvertretende der Landesvorsitzende oder wie auch immer das sein soll bei denen, sprechen, dass die Grünen der Partner, der Koalitionspartner der Zukunft sind. Franz Josef Strauß wird sich im Grab umdrehen, meine Damen und Herren, wenn der Söder oder irgendjemand anders mit den Grünen ins Bett steigen würde. Das ist ein Versagen einer schwarzen Politik, die kein Mensch mehr braucht in diesem Land, meine Damen und Herren. Aber nicht nur, dass er unsere schöne Kernkraft zerstört hat oder sonst irgendwas anderes zerstört hat. Wie ihr es vorher gehört habt, bin ich ja für Ernährung und Landwirtschaft auch im Deutschen Bundestag drin zuständig. Jeden Tag schließen 5 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern, meine Damen und Herren. Bayern ist ein Landwirtschaftsland und der Söder macht es kaputt, meine Damen und Herren. Seit 1957 ist die Regierung aus der CSU gestaltet, meistens Alleinherrschaft. Und was ist aus unserem Land geworden? Mittlerweile lacht die ganze Welt über Bayern und nicht mehr die Sonne, meine Damen und Herren. Und es ist ja nicht nur so schlimm, dass die CSU die Landwirte nicht mehr vertritt. Die CSU vertritt auch die Wirtschaft nicht mehr. Die CSU, die sich mal so für den Bürger eingesetzt hat, vertritt nur irgendeinen Bürger. Ganz ehrlich, eigentlich hätte ich sie begrüßen müssen als Ratten herzlich willkommen. Entschuldigung, ist es? Habt ihr den Zeitungsartikel nicht gelesen? Max Straubinger, CSU-Bundestagsabgeordneter, schreibt in der Zeitung, jeder Kritiker ist ein rechter Rattenfänger, meine Damen und Herren. Also seid ihr die Ratten, weil ihr seid bei uns. Also da seht ihr mal, was die CSU von euch hält. Die hat gar nichts mehr auf euch übrig, die hat gar nichts mehr von euch übrig. Die CSU tritt euch mit Füßen, die CSU will nicht mehr. Aber jetzt bin ich gespannt, wann die CSU ihr Zeh mal auswechselt gegenüber einem Halbmond. Irgendwann kommt nämlich da vorne nicht mehr das Zeh hin, sondern kommt der Halbmond hin. Der Söder stellt sich auf einen Marktplatz und sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Söder muss weg, ja genau. Es ist vorher schon angesprochen worden. Selbst Söder vertritt ja die Meinung. Im Iran unten reißen sich die Frauen die Kopftücher vom Kopf. Die Burka, die Nidschab. Ist ja schon mehr Schande, dass man in Deutschland die Wörter wie Burka oder Nidschab überhaupt kennt. Die sollte man in Deutschland gar nicht kennen, die Begriffe. Aber im Iran unten werden die Leute gefeiert. Im Iran unten werden die Leute gefeiert, die Frauen gefeiert, auch zu Recht, weil sie sich die Kopftücher runterreißen, weil das Freiheit ist. Und in Deutschland wäre es genau andersrum. Da ist das Tragen einer Nidscha, einer Burka oder was weiß ich, Freiheit, meine Damen und Herren. Nein, das ist keine Freiheit, meine, das ist die Unterdrückung der Frau und das ist extrem rückständig, das ist Vorkriegsgeschichte und das darf es in Deutschland nicht geben, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann die Söderbindel öfters laufen sehen, da ist ja heute wieder die Selbstbeweihräucherung in Passau unten zur österreichischen Grenze hin. Herrn Passau anwesend, tut mir leid, vielleicht können wir das ausgliedern. Ganz ehrlich, die CSU braucht kein Mensch mehr.
Und ich verstehe nicht, warum das Leute immer noch CSU wählen. Sind die Leute wirklich so indoktriniert durch unsere angeblich freiheitliche Presse? Mal ein kleines Beispiel nochmal zu unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht hat es der ein oder andere hier im Raum gelesen. Meine angebliche Hausdurchsuchung. Übrigens, die hat es nie gegeben, aber ist ja egal. Die stand von der kleinsten örtlichen Presse bis hoch zur Bildzeitung. Das war übrigens das zweite Mal, dass ich es in der Bildzeitung geschafft habe. Mal ein kleines Lob für mich. Danke. Weil wir kommen ja nur in der Presse, wenn wir was verbrochen haben. Die Hausdurchsuchung gab es nie, aber wie gesagt, das stand in jeder Presse. Der Bayerische Rundfunk hat seinen Arsch aufgerissen, dass ich Live-Interviews, übrigens bevor es bekannt wurde, bevor es der Bundestag beschlossen hat, hat mich schon der Spiegel angerufen. Also der Spiegel wusste es schon vorher, bevor das der Bundestag überhaupt beschlossen hat. Da mal so viel zur Geheimhaltung, was unseren Inlandsgeheimdienst betrifft. Aber habt ihr auch das in der Presse mitbekommen, dass die Staatsanwaltschaft gegen Frau Claudia Roth ermitteln wollte? Hat man da irgendwas im öffentlich-rechtlichen Rundfunk davon gehört? Aber warum wohl nicht, weil es der Bundestag abgelehnt hat, die Ermittlungen. Der Bundestag oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft wollte gegen Frau Claudia Roth ermitteln. Der Bundestag hebt die Immunität nicht auf. Warum wohl? Weil sie eine grüne, woke, sage ich nicht, ist. Eine Frau Claudia Roth ist eine Schande für Bayern, meine Damen und Herren. Sowas hat in Bayern nichts verloren. Und wenn mich dann Leute immer fragen, Stefan, warum, die Arbeit im Bundestag ist doch recht anstrengend, recht hart, ihr müsst euch tagtäglich beschimpfen lassen, ihr müsst euch als Nazis beschimpfen lassen und sonst irgendetwas. Aber ganz ehrlich, wenn ich um 7 Uhr früh ins Büro gehe, gut, da sehe ich noch keinen, da bin ich bei den Ersten, wenn ich um 9 Uhr früh wieder rausgehe in den Reichstag rüber, dann laufen da die ersten Grünen über den Weg. Und wenn dann ein Hofreiter oder Claudia Roth über den Weg läuft und die kotzen, weil sie mich sehen, da muss ich sagen, okay, genau da bin ich richtig. Genau deswegen wurde ich gewählt und genau deswegen trete ich ein, meine Damen und Herren. Und unser Tessa Ganserer, Markus Ganserer, weiß nicht Ganserer, wurde schon angesprochen. Sie dürfen jetzt ja einmal kostenlos jährlich ihr Geschlecht ändern. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht bei der nächsten Bundestagsrede dann bunt glitzerndes Einhorn bin. Und wäre ich von der Präsidentin dann falsch angesprochen, wenn ich wieder auf meine Sprache angesprochen wäre, weil ich nicht Deutsch rede. Also meine Damen und Herren, ich gebe mir schon immer Mühe, dass mir alle verstehen, weil wer beides nicht versteht, ist kein Deutscher. So einfach ist ganz, das ist. Weil es ist unsere Heimat und ganz ehrlich, ich bin gern Bayer. Und das ist das, was die AfD ausmacht. Wir sind die einzige Partei, die nur klipp und klar sagt, unser Land zuerst. Und das, ja, das steht ja schon in der Bibel drin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da steht nicht drin, liebe die ganze Welt wie dich selbst, sondern da steht drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mein Nächster ist meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, Freunde, Bekannte und dann kommt nichts mehr. Und als Und als Bundespolitiker bin ich in erster Linie Niederbayer, Bayer und Deutscher und dann kommt nichts mehr, meine Damen und Herren. Und genau da müssen wir wieder hinkommen. Unser Land zuerst, meine Damen und Herren. Und wer die ganze Zuwanderung, ich komme aus Pilsting, da wollten wir ja in einem alten Edeka-Markt Ukrainer und jetzt sind Ukrainer untergebracht, da wollten wir Syrer und Afghanen unterbringen. Dann haben natürlich die Grünen in Kombination natürlich mit der Antifa eine Pro-Kundgebung abgehalten. Sie möchten doch alle dafür sein. Wir müssen doch alle aufnehmen, die ganze Welt aufnehmen. Klar, habe ich kein Problem damit. Jeder, der grün gewählt hat, jeder, der links gewählt hat, jeder, der SPD gewählt hat, bitte lasst den Schlüssel in der Haustür da außen stecken, dass jeder aus- und eingehen kann, wie er will.
Der Kühlschrank muss natürlich stets gefüllt sein. Und sollte das nicht reichen, dann könnt ihr eure Frau bzw. eure Töchter natürlich auch zur Verfügung stellen, weil das ist ja bei dem Klientel sehr angesehen, solche Kooperationen, meine Damen und Herren. Und das darf nicht sein in Deutschland. Wir lieben unsere Heimat und das gehört nicht zu unserer Heimat, meine Damen und Herren. Heute fühle ich mich leider schon ein bisschen diskriminiert, weil wir haben unser Fanclub ist nicht da. Unser Fanclub, der immer mit dem T-Shirt da rumlehnt, FCK AfD. Also die haben es richtig verstanden. Freiheitlich, christlich, kompetent AfD. Das sind unser bester Fanclub, meine Damen und Herren. Leider heute nicht da. Wer das ein oder andere kennt, der weiß, ich habe den hin und wieder mal zum Kaffee eingeladen. Aber was geht's? Um was geht's der AfD? Wir sind die einzige Partei, die nur wirklich einsteht für Familie. Irgendwo haben wir stehen, da drüben. Vater, Mutter, Kind. Das heißt doch nicht, dass ich irgendjemand anders ausstoße. Von mir, das ist jemand ein silberglitzerndes Einhorn. Wenn er meint, er ist glücklich damit, soll er sein. Aber das hat nicht Vorrang, meine Damen und Herren. Vorrang hat der Erhaltungstrieb. Und da haben wir wieder so weit, das steht schon in der Bibel drin. Liebet und mehret euch. Das geht leider bei anderen nicht. Deswegen muss Familie im Vordergrund stehen, muss Familie extra gefördert werden, meine Damen und Herren. Und das ist unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Eigene Kinder sind unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Wir haben entstanden aus der EU-Kritik, aus der Euro-Kritik. Wo sind wir damals verflucht worden, wie es geheißen hat, oder wie wir mir immer wieder gesagt haben, es kommt eine Inflation, es kommt vielleicht sogar eine Hyperinflation. Belächelt sind wir worden, ausgelacht sind wir worden. Heute schimpft die Inflation auf den Krieg. Das ist eine Lüge. Weil wir nämlich ganz klar aufgepasst haben, haben wir die Inflation schon seit Oktober 21, also vom Vormkrieg, meine Damen und Herren. Der Krieg war jetzt nur ein gutes Mittel, um es auf den Krieg zu schieben. Ihr werdet klipp und klar belogen. Und die EZB, die druckt Geld und euer Geld wird weniger. Und ich muss sagen, wir haben Rentner in Deutschland, die müssen Pfandflaschen sammeln. Nicht, weil sie es als Hobby machen, sondern weil sie die 25 Cent brauchen, meine Damen und Herren. Und das in einen angeblich reichsten Ländern der Welt. Das kann nicht sein. Unser Land zuerst, solange wir Rentner haben, die Pfandflaschen sammeln müssen, können wir keine Migranten mehr aufnehmen. Migranten, stopp! Und wenn wir keine Festung Europa nicht hinbekommen, dann müssen wir eine Festung Deutschland bauen, meine Damen und Herren. Es ist unser Land und das muss einem jedem bewusst sein. Und es ist Deutschland. Wir können nirgends mehr wohin gehen, wenn unser Land kaputt ist. Das ist unser eigenes Land. Die anderen gehen wieder heim. Und irgendjemand aus der Presse habe ich erfahren, dass in der Türkei und in Syrien ein Erdbeben war. Also mein Beileid an alle Verstorbenen und alle Verletzten und wie auch immer. Aber liebe Syrer, geht doch nach Hause, da gibt's Arbeit für euch. Da muss aufgeräumt werden, meine Damen und Herren. Geht nach Hause und räumt euer Land auf. Fachkräftemangel. Das heißt immer wieder, wir haben Fachkräftemangel. Wir haben seit 2015 einen Zuwuchs von über 4 Millionen Menschen. Wir können keinen Fachkräftemangel mehr haben. Was ist denn 2015 gekommen? Raketenwissenschaftler, Ärzte, Mediziner, Krankenschwestern, was weiß ich, alles ist gekommen. Ingenieure, wo sind die ganzen Leute? Keiner will arbeiten von denen. Die haben alle beim Messerschleifer, ja okay. Das lasse ich mir vielleicht eingehen. Oder vielleicht wird da vorhin gesagt, einmal beim Testen. Oder so testen. Nein, ehrlich, das ist nicht unsere Kultur. Unsere Kultur, unsere Heimat ist deutsch. Und nochmal, kein Mensch hat ein Problem, wenn irgendwelche ukrainische Flüchtlinge zeitweise kommen. Aber die muss ich nicht integrieren. Weil wenn der Krieg zu Ende ist, haben die wieder nach Hause zu gehen. Punkt, meine Damen und Herren. Und in Syrien und Afghanistan ist der Krieg zu Ende.
In Afghanistan waren wir so gut, dass wir unsere Soldaten schon wieder abziehen konnten. So viel Frieden ist da unten. Dann können auch die ganzen Afghanen nach Hause gehen. Die haben bei uns nichts mehr verloren. Punkt. Aber das trifft ja unseren Södolf. Weil der Södolf blinkt ja zurzeit wieder rechts, zwei Wahlen anstehen. Er biegt zwar danach wieder links ab, aber für Abschiebungen ist das Landesparlament verantwortlich. Also in dem Fall der Herr Söder. Bayern liegt im hinteren Drittel bei den Abschiebungen. Bei den ach so konservativen, ach so patriotischen Söder. Warum schiebt er nicht einfach ab? Soll es vielleicht so weit kommen wie in Lörrach? Lörrach ist ja jeden Begriff, Baden-Württemberg. Da werden Mieter aus städtischen Wohnungen rausgeworfen, um für die Migranten Platz zu machen, meine Damen. Die Deutschen müssen Platz machen für das, damit wir für die Migranten Platz haben. Ist das unser Land? Wollen wir das? Ich will sowas nicht, meine Damen und Herren. Das ist eine... Ja, abschieben ist die einzige Möglichkeit. Wenn ich heute in die Türkei auswandern würde und würde da unten fordern, dass eine Kirche gebaut werden würde, dann würde ich am nächsten Baum hängen. Und die wollen bei uns Moscheen bauen, die wollen bei uns Gebetsräume haben, die wollen bei uns Feiertage haben, meine Damen und Herren. Nein, bei uns gibt es christliche Feiertage und Schluss damit. Punkt. Ende. Aus. Ich werde mir doch keinen Imam, keinen politischen Imam, keinen politischen Islamismus unterwerfen, die die Frau als Gegenstand ansehen, die unser Land ausbeuten, meine Damen und Herren. Und die beuten es aus, meine Damen und Herren. Geht mal in Berlin durch Touristengegenden während der Arbeitszeit, während ein Kaffee sitzt, da bist du als Deutscher einer der wenigen, wenn nicht alleine. Die Leute, die im Kaffee sitzen und auf eure Kosten Kaffee trinken, das sind die sogenannten Flüchtlinge. Na stopp, Fachkräfte hat man es früher so genannt. Das sind die Fachkräfte, die wissen, wie man vom Arbeitsamt, vom Sozialamt Geld bekommt. Aber die wissen nicht, wie der Hammer oder Fäustling ausschaut, schon gar nicht, wie der Schraubenzieher oder wie Arbeit ausschaut. Unser Eins steht jeden Tag um 7 Uhr früh auf und geht in den Stall, geht auf den Bauernhof, geht auf den Bau, geht ins Büro, wie auch immer. Für was? Für die geh ich nirgends mehr wohin, meine Damen und Herren. Nur für deutsche Rentner, für deutsche Kinder gehe ich noch arbeiten und bin ich gewillt, Steuern zu zahlen, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, jetzt stehen dann wieder Wahlen noch. Dann wird es wieder hören, Aiwanger, Söder, wie patriotisch die doch unterwegs sind, wie gut dass sie doch sind. Also das Einzige, was der Aiwanger kann, das ist ein Hofknicks machen vom Söder, weil er einen 57er BMW fahren möchte. Deswegen holt er sein Klappen und setzt sie hin. Und heute ist er aber der Twitter-König. So viel Dummheit an Twitter-Reibe vom Aiwanger habe ich meinen Lebtag noch nicht gelesen. Da ist er noch schlimmer wie Baerbock und Habeck miteinander, meine Damen und Herren. Wenn ich mir Bundespolitik anschaue, da darf ja der Söder mitreden. Als Landesvorsitzender von der CSU. Habt ihr den Flüchtlingsgipfel mitbekommen? Nein, da stand da wieder nichts in der Presse drin, weil nichts rauskam. Also, ich bin ja Bundespolitiker und da ja unsere Anträge meistens abgelehnt werden, fordere ich jetzt, dass wir mehr Migranten aufnehmen. Vielleicht wird es da nochmal abgelehnt, meine Damen und Herren. Vielleicht kriegen wir da nochmal eine Wende rein in die ganze Geschichte, meine Damen und Herren. Und wenn es das Einzige ist, was wir tun, das ist unser Land retten. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Heimat. Das ist unsere einzige Heimat. Und wenn mir viele Leute immer wieder fragen, Stefan, du wirst so oft angegriffen, du wirst so oft beleidigt, du wirst bespuckt. Ja, mittlerweile habe ich schusssichere Fenster zu Hause. Ich habe oft ein Problem. Ich habe eine Frau und zwei Töchter, die haben dann oft wochenlang alleine zu Hause, wenn ich in Berlin bin. Warum tust du denn das eigentlich an? Dann erzähle ich mir ganz eine kleine Geschichte und sage, ja,
wie das ein kleiner Bub war, 10, 11 Jahre alt, habe ich meinen Opa gefragt, sag ich, Opa, warum habt ihr seinerzeit nichts dagegen unternommen? Ich glaube, es weiß ja jeder, von offener Zeit aus ich rede. Da muss ich sagen, ich möchte nicht irgendwann einmal zu meinen Enkelkindern, hoffentlich Enkelkinder, einmal sagen müssen, ich habe gewusst, was passiert, wenn wir nicht aufstehen, wenn wir nicht Gesicht sagen. Aber ich war zu feig dazu, dass ich Gesicht gesagt habe, oder ich war zu faul dazu, dass ich einen Arsch vom Kannenbein gehabt habe. Das werde ich meinen Kindern nie sagen. Ich gebe mein letztes Hemd für dieses Land, meine Damen und Herren. Lasst uns einmal auf Deutschland trinken, meine Damen und Herren. Das gibt noch falls auf Zwänge kommen. Zum Wohle, haben wir einen Tusch, haben wir nicht. Jo, muss ich auch mal hinten. Sperren wir noch mal einen Prosit dabei, ich kann schon kaum mehr anspürzen. Super! Also in dem Sinne, noch ein paar dankende Worte an unsere nicht stattgefundene Gegendemonstration. Die haben halt alle Land zurummert, die demonstrieren jetzt gegen sich selbst. Ja, die Grünen haben Land zurummert. Und also, ja, wahrscheinlich haben sie es auf der Autobahn festgepickt, weil da ist ein Bus von der Schwarmheit hängen geblieben. Die haben sie wahrscheinlich auf der Autobahn festgepickt. Nein, das Problem ist, da außer gibt es keine Öffentlich-Rechtliche nicht. Deswegen kommen sie nicht, weil selber Autofahren ist ein wenig schwierig und um 10 Uhr in der Früh aufstehen, das ist heftig für seine Leute. Das sind ja alles Muttersöhnchen und Mittag müssen sie daheim sein, weil die Mama gesagt hat, das Essen ist fertig. Also unsere sogenannten Antifaschisten sind die neuen Faschisten, meine Damen und Herren. Und das ist das, was keiner sagt. Weil wir versuchten, Meinung zu unterbinden. Wir versuchen, keinen die Meinung zu unterbinden. Wir wollen nur wieder vernünftige Demokratie. Wir wollen Meinungsfreiheit. 70%, über 70% in Deutschland haben Angst, ihre Meinung zu sagen. In einem angeblich freien Land. Und das warum? Weil wir seit 1957 durchwegs die CSU an der Macht haben. Die im Osten hätten sagen, ja, wir hatten die SED, aber ihr habt es schlimmer, ihr habt die CSU. Und da ist was dran, meine Damen und Herren. Und da hat gleich einer jawohl gesagt, der ist aus Sachsen, der muss es wissen. Nein, in dem Sinne wollte ich mir eigentlich... Er hat sich befreit, sagt er, der Sachse. Naja, ob es recht verbessert wurde, ist das glaube ich jetzt nicht. Also, ob es nicht besser wurde, auch wenn wir mir zum Osten der Zugang erwarten, war vielleicht so eine Geschichte. Wobei, ich muss jetzt auch noch eins zum Krieg sagen. Ich wollte eigentlich nicht über den Krieg reden, aber wie gesagt, mir werden alle Leute fallen. Und es sterben ja auf beiden Seiten Leute. Auf ukrainischer Seite und auf russischer Seite. Und Krieg ist immer scheiße. Aber in Gottes Namen, dieser Krieg geht uns Deutsche nichts an, meine Damen und Herren. Mit denen haben wir nichts am Hut. Und jetzt haben wir wieder Sozialisten an der Macht. Und was passiert? Deutsche Panzer rollen über die Ukraine nach Osten, nach Russland. Und das darf es nicht geben, meine Damen und Herren. Und deswegen muss man schnellstmöglich für Friedensverhandlungen sorgen. Das ist das Einzige, was möglich ist. In dem Sinne wollte ich mich aber eigentlich noch gerade ein bisschen bedanken beim Bezirksverband Niederbayern, auch bei der Katrin für die Organisation. Das ist auch schon Mittwoch. Mir ist hart gefallen. 9 Jahre war es mein Baby. Ich habe es übergeben. Es ist, glaube ich, wieder relativ gut gelaufen. Es war super organisiert. Danke dafür. Ich meine, dass man einen Österreicher bei der Rede natürlich nicht schlagen kann, das ist natürlich sehr zu mir. Zu mir haben die Leute gesagt, warum du hast denn das überhaupt noch, dass du noch redest. Sag ich einfach, du hast Durchfall. Na, Drucker wollte ich mich auch nicht davor. Aber wie er in Zürich gehört, der glaubt mir meine ganzen Themen.
Nein, glaubst du es, wenn ich in Österreich hinten bin, kann ich auch freier reden? Die sagt dann über die Deutschen, haben das Recht frei zum Reden. Sag ich, nein, das haben wir nicht, aber wir haben in Österreich. Ihr seid ein freies Land und wir nicht. Und zu dem Thema nochmal mit dem Krieg, ich meine, ich habe es recht schon angesprochen. Wir haben Deutschland. Wir haben die drittstärkste Wirtschaftsmacht auf der Welt. Und wir gewinnen, ja, vielleicht viertstärkste. Aber wir müssen auf Augenhöhe mit Russland und mit Amerika verhandeln und uns nicht von irgendwann einkaufen lassen und gegen einen anderen auftreiben lassen. Das darf uns als Deutschland nicht passieren. Wir müssen in eigenem Interesse handeln und nicht im Interesse von anderen Leuten, meine Damen und Herren. Also nochmal ganz herzlichen Dank fürs Aufpassen. Wie gesagt, ich habe jetzt erst einmal selber reden dürfen, sonst habe ich ja gerade moderiert. Mir hat es der Martin Böhm, da hinten steht er schon, der wollte schon, dass er raufen darf. Ich glaube, der hat es recht schön gemacht. Ich glaube, der Wirt hat uns auch wieder hervorragend bedient. Das Bier schmeckt auf alle Fälle gut. Man muss auch wieder Dankeschön sagen. Ich meine, der hat es ja auch nicht leicht, wenn er der AfD reinlässt. Das weiß ja mittlerweile auch jeder, dass unsere angeblichen demokratischen Parteien, so wie sie selber alle schimpfen, natürlich Druck auch auf Wirte ausüben. Das ist ja gang und gäbe. Und das finde ich heute halt in einer Demokratie schlecht. Mir persönlich ist zum Beispiel noch nie eingefallen, dass ich gegen die Grünen demonstrieren darf. Gut, die haben jetzt dumm dazu, aber oder gegen die SPD. Die sind überflüssig. Egal. Nein, jetzt beiseite, ich bin immer für etwas. Und die AfD steht ganz klar für Heimat, für Kultur, für Tradition. Dankeschön fürs Aufpassen. Macht euch nur einen schönen Tag. Kommt gut heim, dass euch nichts passiert. Danke, Servus, pfiat euch und Arbeit Ehre, Enker Stefan. Dankeschön.